Sportler total toll. So haben wir Freiraum unten und können uns dort zusammen mit unseren Gästen des Drachenbootsports widmen und freuen uns auch über die Reaktion des Nahverkehrs, die gesagt haben, selbstverständlich machen wir das. Wir gehören ja auch zu Schwerin und wollen natürlich den Freiraum gerne schaffen. Und wir haben allen wieder was gerecht getan. Der Chef, die Chefstadt ist auch angefahren und ist eine fantastische Geschichte. Die zweite Sache, die ich gerne ansprechen möchte, ist die Lautstärke. Wir bitten Sie jetzt, liebe Schwerinerinnen und liebe Schweriner, um Verständnis. Na klar, wird es Durchsagen geben, Lautsprecherdurchsagen geben. Wir werden auch Musik hören. Das gehört zum Drachenboot-Festival dazu, tagsüber. Und zu den abendlichen Partys kommen Sie einfach vorbei. Wir haben am Samstag ganz mit Absicht eine kubanische Band dabei, eine lateinamerikanische Musik, die Sommerfeeling verschaffen wird. Die heißen Tumba Itu und kommen aus Bonn. Und wir freuen uns schon ganz doll. Die werden ungefähr bis um 22 Uhr spielen. Danach machen wir normale Disco-Musik an. Wird ja unterbrochen durch das Feuerwerk und durch Feuershows, die wir auf der Bühne noch zeigen werden am Samstag. Also für alle was dabei. Natürlich wird es dann auch ein bisschen lauter und wir bitten Sie jetzt schon um Verständnis. Das Drachenboot-Festival ist nur einmal im Jahr am Pfaffenteich und wir wünschen uns für alle natürlich eine schöne Feier, schöne Drachenbootrennen und für jeden Spaß und gute Laune und vor allen Dingen bestes, bestes Wetter. Dankeschön. Ja, alles klar. Alles gut, wir sind genug Boote da. Wir sind aus dem Presseboot. Presseboot. Schon ganz schön schnell. Nee, mach mal in aller Ruhe. Ja, das war der Startschuss zum Kinderschwimmen. Die Kinder sind auf der Strecke und alle, die jetzt hier so viel eingefunden haben, sind 50 Jahre lang können. Herzlich eingeladen, jetzt zuzuschauen, hier die Jüngsten, und zwar Sportler, also die waren auf den 400 Meter Rundstrecke gegangen. Zum ersten Mal heute im Rahmen des Regionalkampfes das Kinderschwimmen und es wird unterstützt durch die AOK, die Rundheitskasse, die heute auch hier präsentieren und Marketing. Können wir vor die Ersten? Geht das?
Nummer 8 ist Elin Haberer. Hat der Karl Becker gewonnen. Jahrgang 2001. Haben wir gar nicht. Da haben wir nämlich nur einen Jungen und. Fabian bleibt stehen, und zwar kommt im Jahrgang 2000 der Till Ausinat dazu. Noch die Mädchen in der gleichen Altersgruppe dazu. Gewonnen hat Marie.